dann hier auf dem Östra-Gelände die Geiselnahme und wieder. Wer erledigt was? Wo wird sich wie abgestimmt? Dazu muss man sagen, wir gehen hier von extremistischen Tätern aus. Denen haben wir keine besondere eingefärbte Rolle politisch gegeben, aber schon hochextremisiert, hochgewalttätig. Und das ist nun mal eine Gefahr. Natürlich gibt es niedergeschriebene Konzepte dazu, die auch sehr fein durchdacht sind. Allerdings ist es ganz wichtig, diese Konzepte nochmal auf die Probe zu stellen, auf Herz und Nieren zu testen. Und das tun wir hier gerade. Das haben wir am Morgen getan. Aktuell läuft es noch. Also diese Geiselnahme läuft gerade noch.